Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Lufthansa Group Update vom heutigen 5. Oktober 2021. Normalerweise geben wir euch das Update an einem Donnerstag, aber es ist so viel passiert, dass wir einfach sagen müssen, heute ist Donnerstag, aber an einem Dienstag. Erstes Thema, was in meinen Augen ganz wichtig ist, ist zum Beispiel, dass die 747 nach JFK fliegt. Dann die 747-8, die kaputt war durch den Verunfallung, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, vielleicht kann uns der Kollege Hoffmeister da aufklären, repariert, die fliegt also auch wieder. Dann gibt es neue A350er von der Philippine Airlines, da haben wir ein bisschen was aus der Innenausstattung, wissen, was es da gibt. Dann ganz wichtig für alle, die den Senator und Horn Circle, und da haben wir ja freudig drauf gewartet, erflogen haben, dieses Jahr bekommen ein Dankeschön der Lufthansa. Und wir haben als Thema ITA, die wie eine Straßendirne in Mailand am Strich steht und von der Lufthansa abgeholt werden möchte. So kann man sich denken. Delta hat was dagegen, also insofern ist da ein Kampf der Freier unterwegs. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen, Hoffmeister? Vielleicht die zusätzlichen A350, die die Lufthansa jetzt schon in 2022 bekommt und damit die Langstreckenflotte weiter vergrößert. Vielleicht sollten wir da auch noch drüber reden. Das war Philippine Airlines, glaube ich, die Inneneinrichtung, die ich meinte. Aber es macht nichts. Schön, dass du dabei bist heute. Sie. Ja, danke. Ich würde sagen, das Intro. Geht los. Ja, das Intro habe ich genutzt, um mich wieder zu sammeln, bevor ich hier einen Lachflash kriege. Konzentration an dieser Stelle für euch, wie immer, den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, gibt der Glocke einen Glock und dann gibt es für den Hoffmeister ein Lächeln. Und ganz, ganz wichtig, diesen Kanal nicht nur abonnieren und liken, den Beitrag müsst ihr, sondern auch kommentieren. Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt. So, bevor wir hier uns weiter mit diesem ganzen administrativen Quatsch aufhalten, geht's direkt ins Thema rein. Ich würde einfach sagen, fangen wir einfach an mit der Non-Mail-Message des Tages. Lufthansa-Senatoren bekommen 2 E-Voucher, Lufthansa-Horn-Circle kriegen 4 E-Voucher. Und nachdem wir diese 4 E-Voucher-Orgie gemacht haben, ja, ich weiß es jetzt nicht genau, danke. Ja, bitte, gern geschehen. Also, ist ja nicht von mir, aber... Ja. Also, nachdem meine Mutter immer gesagt hat, wenn ich sage, es ist sehr speziell, würde man merken, dass ich das nicht mag, was ich da gerade erzähle. Ich würde sagen, es ist interessant. Ja, es ist interessant, zumal die Logik, zumindest die ganz offensichtliche, nicht so ganz passt. Denn als Senator bekommst du ja ohnehin 2 bei jeder Verlängerung. Und jetzt gibt es sozusagen nochmal 2 obendrauf. Da fragt man sich, warum es denn als HON nicht dieselbe Zahl quasi als Goodie obendrauf gibt, die man bekommt, wenn man den HON selber erfliegt oder verlängert? Oder mache ich da einen Denkfehler? Herr also Kosten. Die ehrliche Antwort ist, dass man da ganz einfach natürlich immer sagen könnte, Senator 2, dreifache Menge braucht man, also man muss 3-mal so viel fliegen wie ein Senator, um Horn Circle zu kriegen, mindestens. Heißt also ja. Ergo, dass man dann 6 bekommen würde. Das ist ja auch das, warum man 2 bekommt zur Ernennung als Senator und 6 bekommt als Horn. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es jetzt sehr unspektakulär. Warum? Ganz einfach, weil da so lange Zeit gebraucht wurde und so viel Wasser den Rhein heruntergelaufen ist, dass also hätte früher kommen können. Und wenn man andere Fluggesellschaften sieht, wie die KLM zum Beispiel, die einen direkt am Anfang des Jahres gesagt haben, alles, was dieses Jahr gemacht wird, zählt nächstes Jahr normal. Also das heißt, man hat da sich generös gezeigt. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass Loyalität keine Einbahnstraße ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt etwas, nennen wir es einfach mal, überrascht in meinen Augen, dass da das gekommen ist. Ob man jetzt sagen kann, too late, too less, das ist vielleicht gemein. Vielleicht sollte ich einfach mal zitieren, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und was ihr draus macht, schreibt es in die Kommentare rein, ob ihr das jetzt toll findet oder nicht. Ich habe heute schon von jemandem gehört, er findet das klasse. Das Einzige, was für ihn eine Sorge ist, und das ist ganz wichtig, die Voucher gelten übrigens nur 24 Monate und festhalten, für die FDL fehlt noch immer die Aussage, was da kommt.
Er will wissen, wie das mit dem Einlösen wird. Also das wird spannend werden. Also was nützen uns Voucher, die sie uns geben, wenn wir es nicht einlösen können? Jetzt haben wir über das Thema schon länger diskutiert, als wir eigentlich dem Ganzen einen Raum geben wollten, weil es einfach eine Non-Message ist. Aber hey, wir tun unserer Chronistenpflicht eine Pflicht, unserer Chronistenpflicht, unserer Schuldigkeit. Ich weiß nicht, Mario, machst du das da auf mal Deutsch, was ich sagen wollte? Ja, Chronistenpflicht trifft es ja, völlig richtig. Also, insofern haken wir das Thema einfach ab, nehme es hin. Du hast es gesagt, ein Geschenkgau schaut man nicht ins Maul. Aber die Frage ist tatsächlich, solch eine Entscheidung, musste man sich zwingend so lange damit Zeit lassen? Ich weiß es nicht. Wir werden es nie ergründen. Es ist halt, wie es ist. Ich würde sagen, wir machen das nächste Thema. Genau, es ist sonst zu komplex. Ja, das nächste Thema ist aus Italien. Ich wollte da jetzt keine Klischees bedienen mit meiner Einleitung. Nee, es tut mir leid. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, wenn Lufthansa es schaffen würde, die Alitalia ITA oder wie die Bude heißt, zu bekommen. Warum? Ganz einfach deshalb die Lounge. Die Lounge in Mailand und in Rom. Ich weiß, in Mailand soll es keinen Hub geben, nur in Rom oder wie auch immer. Lasagne, Pizza. Ich meine, Alter, wie geil ist das? Da muss jetzt halt SkyTeam fliegen, um das zu haben. Ich weiß gar nicht, ob es im Moment geht, aber molto bene, wie der Italiener sagt. Und ich glaube ganz einfach, dass das eine coole Geschichte ist. Aber, und das ist halt das Aber, was kommt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Warum? Weil die Delta natürlich sagt, sorry. Weil wir haben ja mit dem SkyTeam, haben wir ja nur die KLM Air France, die dann in Macht sind. Und man würde dann noch eine Fluggesellschaft an die Star Alliance verlieren. Man hat zwar Asiana geholt und wir haben ja auch festgestellt, dass ich mich geirrt habe. Und zwar ist SkyTeam die zweitgrößte laut den Wikipedia-Einträgen, die mir der Hoffmeister gezeigt hat. Und ich glaube es immer noch nicht, aber ist egal. Also wie gesagt, die SkyTeam sind da halt natürlich hinter, dass sie keine Jünger verlieren. Ich finde auch spannend, die haben ja eine Flottenpolitik, die wirklich an die Lufthansa angelehnt ist mit den 330 Neo, mit den 220ern, mit den 320ern. Also die sind sehr Airbus-lastig, so wie es die Lufthansa Group halt selber auch ist, bis auf die 330er Neos. Aber gut, ist jetzt. Die haben ja auch 330er und 340er bei der Hansa. Weil die setzen ja in dieser Größe ja fast nur noch auf 777 und 787. Lag wahrscheinlich daran, dass sie sich über den niedrigen Preis wundern bei Airbus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es cool. Für uns als Verbraucher vielleicht semi-cool, weil damit eine Marktmacht kommt, die man nicht unterschätzen darf, weil ab Italien das ist so. Das gute ist so. Preise sind. Also insofern, ich sage einfach Mario, sprich weiter, weil ich bin... Du hast ja völlig recht. Aus Lufthansa-Sicht wäre es natürlich eine wunderbare Sache. Man hätte dann sozusagen eine europäische Luftfahrtachse von Deutschland über Österreich, Schweiz bis nach Italien. Verständlich, dass die anderen natürlich versuchen, die ITA in ihrem Luftfahrtbündnis zu halten oder in das alte Luftfahrtbündnis der Alitalia zu ziehen, ist auch verständlich. Wir müssen sehen, der Herr Spohr hat ja gesagt, dass Italien nach den USA für die Lufthansa der wichtigste Markt ist. Ich weiß gar nicht, warum fliegen so viele Italiener über die Hubs in Wien, in Zürich oder München oder auch Frankfurt in die weite Welt. Es mag so sein. Auf jeden Fall, was Preise später angeht, dürfte es eventuell problematisch sein. Aber ihr könnt ja auch gerne mal, ich mache mal hier den Kosten, in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, da schalte ich mich auch mal direkt einfach ein. Ganz wichtig ist, das ist keine klassische Lufthansa-Aktion, so wie es früher war, dass man jetzt einfach bei der Swiss oder bei der Austrian einfach direkt einsteigt, sondern es ist so, dass die Lufthansa erst sagt, sie müssen den Turnaround schaffen und dann steigen wir in diese Geschichte ein. Also heißt das, es ist erstmal eine Kooperation über Flugpläne und über Codeshare-Sachen. Also insofern muss man da ganz klar differenzieren. Also insofern Baby-Schritte. Schauen wir, was da wird. Und
auch dieser SkyTeam-Transit nach Starlines, der ist wie bei der Asiana Langfrist. Also das heißt, das ist jetzt nicht heute Licht aus, morgen Licht an und Starlines, sondern das dauert natürlich auch etwas, bis alle SkyTeam-Sachen abgekratzt und Verträge eingehalten worden sind. Ich bin großer Freund davon, dass Verträge eingehalten werden. So, Mario, möchtest du uns was erzählen zu den 4 zusätzlichen Airbus 350 oder hast du ein anderes Thema? Ach ja, da kann ich natürlich auch was zu erzählen, aber ich dachte erstmal gehen wir auf die 747-Schiene, nämlich die 747-800, die nach dem kleinen Schlepperunfall Ende August wieder zur Truppe gestoßen ist sozusagen. Das war übrigens in Frankfurt, da wurde sie beschädigt und nun ist sie wieder dabei und ob das nun die Maschine ist, die jetzt demnächst dann auch den JFK anfliegt, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall soll neben Newark auch JFK demnächst dann aufgrund der hohen Buchungszahlen mit der 747 angeflogen werden. Eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass der Markt sich wieder in die richtige Richtung entwickelt und da eine weise Voraussicht, dass sich wahrscheinlich sogar ein A380 hätte gelohnt, die ist ja damit fast bestätigt, würde ich sagen, wenn man dann New York sozusagen mit 2 Großraumjets anfliegt, hätte man sicherlich auch eine A380 voll bekommen. Aber wir wollen nicht mehr darüber reden, das Kapitel ist abgeschlossen, auch wenn es uns vielleicht nicht gefällt. Aber immerhin, ich finde, das ist ja ein positives Zeichen, wenn man tatsächlich wieder Großraummaschinen zu einer doch recht wichtigen Destination in den USA und einer wichtigen Destination der Lufthansa wieder voll bekommt. Ich finde, das ist eine super Sache, oder? Ja, finde ich auch. Vor allem, wer den 380er vermisst, kann ihn in Frankfurt sehen, weil die British Airways hinfliegt und die Qatar ja auch hinfliegt, nachdem sie einen auf die Fresse gekriegt haben, weil die 350er doch nicht so Lackschäden haben oder Strukturschäden, sondern eigentlich nur Lackschäden, so wie man das halt kennt. Kannst du rauspolieren. Und so ist das halt am Gebrauchtwagen- und Flugzeugmarkt. Und insofern sind wir da nicht ganz so vom Thema weg. Und wir haben ja in Boston von der IATA die GM-Conference, das Grand, ich weiß gar nicht, wofür GM steht, ist das das Great Meeting, also auf jeden Fall das Jahressymposium, was die haben, endlich auch wieder in Persona. Es war ja vorher online letztes Jahr. Also insofern hatte da Carsten Spohr auch mit der Alitalia schon gesprochen. Also das heißt, da ist der Chef gesprochen worden. Dann hatte man auch gesprochen über die neuen Flugzeuge, die 350er. Heißt also, diese zusätzlichen Flieger, die sind ja schon in München angekommen teilweise. Und die Lufthansa sagt ganz einfach, dass man bei der Jahreshauptversammlung, das ist General, also Jahreshauptversammlung auf Deutsch, dass man einfach in der Flotte halt mit den 350er operiert. Und was ganz wichtig ist, da sind die Thompson-Sitze drin. Das sind Sitze, die alle einen Zugang zum Gang haben. Also eine Verbesserung zum jetzigen Sitz sind. Ja. Aber halt wirklich nur auf Lufthansa umlackiert werden. Das heißt also, das ist das, was Philippine Airlines drin hatte. Und das ist auch der Sitz, der in der 787 reinkommt. Und ich muss mal gucken, während Mario redet, ob ich euch einfach nicht ein Bild davon rein switchen kann, damit ihr das einfach mal seht. Mario, rede einfach mal darüber, über das Thema. Ja, ich finde es ja wunderbar. Das ist ja endlich die oder eine der Business-Class-Sitze oder eines der Business-Class-Bestuhlungen, die wir uns so lange gewünscht haben. Endlich hat jeder Sitz dann einen Zugang zum Gang und ich habe mir schon Bilder angeschaut und wenn Lars jetzt eins findet, ich finde, es sieht auch optisch sehr, sehr angenehm aus. Witzig ist dann halt nur, wenn die Maschinen geleast sind, werden sie tatsächlich dauerhaft geleast, werden sie irgendwann wieder abgegeben oder fliegt die Lufthansa dann dauerhaft mit verschiedenen Business-Class-Bestuhlungen und Sitzen durch die Gegend, was sicherlich auch eine ganz interessante Sache wäre, was so die Vereinheitlichung angeht und die Wartung. Weiß ich nicht, was es da so für Probleme gibt auf Dauer, wenn man dann verschiedene Business-Class-Typen hat. Und es könnte ja dann mit der Einführung der ganz neuen Business-Class, die ja ursprünglich mal mit der 777 kommen sollte, da hat man noch die jetzt vorhandene, man hat umgebaute, man hat ja dann mindestens 3
eventuell sogar 4 verschiedene Business-Class-Sitze. Das dürfte dann allerdings sehr interessant werden auf Dauer, bis dann irgendwie eine Vereinheitlichung auf 2 oder sowas gekommen ist. Und der Lars hat jetzt hoffentlich ein Foto gefunden oder noch nicht? Ja, ich schmeiß das Foto einfach über dich drüber. Mach mal. Verrutscht das mal, daran sieht man die Kabine. Ja. Das ist übrigens die Kabine der Philippine Airlines, wie es auf der Thomson-Seite ist. Man sieht da halt sehr schön, dass jeder Sitz einen Zugang zum Gang hat und in der Mitte halt 2 sind, also 1, 2, 1. Ich finde es eine super Verbesserung. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet. Farblich passt es zur Lufthansa so ein bisschen. Also insofern finde ich das jetzt nicht dramatisch. Was Mario sagte, 4 verschiedene Varianten. Also es gibt den alten Sitz, dann den neuen Thomson-Sitz und dann die richtig neuen Sitze, die ja angeblich von Recaro sein sollen. Ja. Also insofern da auch nochmal eine Verbesserung, eine Optimierung. Ich glaube persönlich, ich komme eigentlich nur auf 3, wie kommst du auf 4? Rechnest du den 787er Sitz und anders als den 350er Sitz? Genau, da sollte doch, denke ich, eine Zwischenlösung mit alten Sitzen, aber einer neuen Konfiguration, oder irre ich mich da? Da irrst du, also es soll derselbe Sitz sein, der auch in den Philippine Airlines ist. Okay. Also deshalb wären es 3 Sitze. Nur 3. Dann haben wir 3, Entschuldigung, genau. Deshalb war ich ja jetzt nicht ganz beim Zählen mitgekommen. Und also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Also, nein, schlimm finde ich es auch nicht. Ich bin gespannt. Und ich finde, mittlerweile ist der Service auch wichtiger. Aber wir können einfach mal sehen, wobei die neue Business Class ja richtig geil sein soll mit den langen 2 Meter irgendwas Betten. Also da bin ich schon ganz gespannt. Und wichtig, Schulterbreite. Ja, Mario, nachdem wir das Thema jetzt auch in Extenso besprochen haben, was wäre das nächste Lufthansa-Thema, was wir auf die Strecke bringen müssen? Ich glaube, wir haben jetzt alle Themen, die wir vorher angekündigt haben, tatsächlich auch gebracht. Insofern. Ja, mehr hätten wir auch nicht bringen können, weil unsere 20 Minuten sind ja fast voll, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne ist damit ja fast erschöpft. Ich kann einfach nur sagen, danke, dass ihr heute dabei wart beim Frequent Traveler TV bei der heutigen Ausgabe Lufthansa Group Update. Waren ja einige News dabei, die uns auch spontan überrascht haben. Mit den E-Vouchern wollte ich gar nicht mehr anfangen. Ich weiß gar nicht, warum ich das wieder im Kopf habe. Tut mir leid. Es beschäftigt dich einfach. Ich habe 14 Voucher dieses Jahr, die ich bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Also, unten kommentieren, ganz wichtig, abonniert den Kanal, die Glocke an für einen Hoffmeister und dann, hat man sowas gesehen? So, Hoffmeister. Für einen Hoffmeister und dann ganz, ganz wichtig, wirklich den Beitrag liken, weil das unserem Algo gut tut. Und nochmal Namaste und danke, dass ihr uns so zahlreich zuschaut. Wir haben fast 1200 Follower. Wir feiern jeden persönlich. Also insofern danke, danke. Heute hat auch einer einen Call gemacht zur persönlichen Beratung. 15 Minuten lang kostenloser Call oder wenn ihr länger braucht, könnt ihr auch einen käuflich erwerben, wo ihr mehr Zeit mit uns verbringen könnt. Ansonsten, wir haben Ideen zu Weihnachtsstammtisch, da kommt auch noch was, also bleibt gespannt für die Community. Wir freuen uns, wenn wir mit euch in Kontakt kommen können. Und hier so nochmal ein kleiner Hoffmeister. Zum Hoffmeister-Diss. Das Honbox-Unboxing, das kommt auch noch irgendwann, wenn der Kollege. Ja, das kommt noch. Na, ihr wisst schon. Also, immer unten schön dissen, also beide Hände, sonst ist ja wieder eine Kopie. Also, danke, dass ihr dabei wart und wir sagen einfach wieder Tschüss, oder? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.